Jetzt weißt du, was gestern in mir abgegangen ist. Ich war richtig sauer. Aber warum sagst du sowas? Das ist der Zusammenhang, wie ich es gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass ich deine beste Freundin bumsen würde. Doch. Hast du. Doch. Doch. Ja, wirklich nicht. Ich mein's ernst. Ja, ja. Lügner. Du meinst vieles ernst. Weißt du, was ich dir schon ins Gesicht. Ich habe nie gesagt, dass ich deine beste Freundin bumsen würde. Hast du das? Bist du ein Lügner, ey. Weil ich finde auch sowas, das, was du gestern gemacht hast, war auch respektlos gegen mir über. Hä? Du bist respektlos mir gegenüber. Hock dich her jetzt. Hock dich her jetzt. Boah, was? Boy, bist das du traut er sich bei mir nicht. Der ist ganz anders. Der mit der Rede. Tatsächlich, wenn er getrunken hat, dann kann der schon mal ausrasten. Aber jetzt so ist er eigentlich immer eher anständig, sag ich mal. Ne? Also so. Deswegen, ich erkenne ihn irgendwie gar nicht mehr. Xander versucht weiter, alles auf Petze Joni zu schieben. Wenn du das nochmal sagst, finde ich nicht in Ordnung, dann erzähle ich es dir. Okay, völlig in Ordnung für mich. Aber dann so hinter vor sich hinzugehen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber weißt du, das, dein Ton gerade oder dein Ton vorhin zu ihm, das zeigt mir auch, wie dein Ton sonst ist, wenn du aggressiv geladen bist. Nee, und gar nicht, null. Und ich glaube, wer einmal so aus der Haut fährt, der fährt auch mal bei mir so aus der Haut. Und ich habe es letztes Jahr wirklich, ich kann es nicht mehr. Ich brauche keinen Mann, der seine Emotionen oder seine Worte nicht im Griff hat. Ich habe meine Worte im Griff, aber das, was ich zu ihm gesagt habe, habe ich auch so gemeint. Ich habe ihm nur das gesagt, was ich von ihm halte. Und wenn ich meine Meinung hier nicht mehr sagen darf, weiß ich nicht, dann, keine Ahnung, dann gehe ich jetzt. Ich will mich nicht verstellen. Und wenn ich dann abgefuckt bin, dann bin ich abgefuckt. Und dann. Das löst aber bei mir direkt wieder Warnsignale aus. Ja, aber wenn du mir egal wärst, hätte ich das ja gar nicht. Ich habe hier wirklich Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Einer sagt, du, ne? Nimm jemand anderen für dein Gefühl, der meint es besser mit dir. Nimm den, der ist auch Single. Und Das ist natürlich scheiße, was er da gesagt hat. Aber auf der anderen Seite, klar, bestärkt das natürlich auch irgendwo das Gefühl, dass er Single ist. Weil, ich meine, wenn er vergeben ist, wird er nicht so eine Szene schieben. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, du meinst es ernst. Ich meine es ernst. Oh Gott. Das ist, Antonia fällt wieder voll auf diesen Patrick-Move rein. Ja, Antonia hat so ihre Muster. Ich bin schon noch sauer auf Xander. Also bei mir sitzt es jetzt schon noch irgendwo tief. Aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mach die Augen auf. Oh Gott, Mädchen. Aber hey, der ist bei mir nicht so, ne? Der ist ja richtig toxisch. Der ist richtig toxisch. Der ist voll labert. Ja. Komm her jetzt. Das fand ich krass. Das traut er sich bei mir nicht. Ich finde, es ist so toxisch, wenn du sagst, mein Verhalten beruht darauf, dass du was falsch gemacht hast. Aber weißt du, man sieht, wie der sie beißt, genau bei solchen Männern an. Ja. Weil das ist genau der Patrick. Ja, du bist schuld. Dass ich mich so verhalte. Ja. Okay, sorry. Die kennt es halt jetzt auch irgendwie nicht anders. Ne? Die fällt vom einen Idioten in den nächsten.